Schönen guten Tag bei Pfefferminzia. Mein Name ist Karin Schmidt, ich bin die Chefredakteurin von Pfefferminzia und ich stehe hier auf unserem Zukunftstag für Versicherungsprofis in Köln mit Dr. Ulrich Hilb, Leiter Maklervertrieb der Zürich Gruppe Deutschland. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne. Nun ist heute ja ein Thema dieses Tages, die Zukunft für Makler, für die Branche. Wie würden Sie das einschätzen? Was kommt in den nächsten 5 Jahren auf uns zu? Gut, das Thema Regulatorik spielt immer eine Rolle, das wird uns weiterhin begleiten. Ansonsten sehen wir natürlich als Versicherer gemeinsam mit unseren Partnern auch die Chancen im Vertrieb. Mhm. Und das ist sicherlich das Thema Lebensversicherung, Altersvorsorge, das weiterhin eine Rolle spielen wird. Mhm. Aber auch das Thema der Sachversicherung. Schauen Sie sich Cyber an, E-Mobilität, moderne Ökosysteme, all das sind Themen, die uns in der Branche weiter begleiten und natürlich auch Potenziale bieten, gemeinsam mit unseren Partnern. Mhm. Wenn wir schon beim Thema Herausforderungen und Regulatorik sind, Provisionsdeckel schwebt ja so ein bisschen über der Branche, Damoklesschwert. Glauben Sie, der wird kommen und was für Auswirkungen hätte das? Gut, im Moment sind wir im Stadium des Referentenentwurfs und also vom Grundsatz her, man muss sehen, was daraus wird. Ne? Und die Einschätzung muss in Berlin natürlich auch noch konkretisiert werden. Insgesamt sind wir der Auffassung, ja, dass schon eben ordnungspolitisch es dem Markt überlassen werden sollte, eben auch Konditionen in dieser Weise zu regeln. Alles andere bleibt abzuwarten. Welche Rolle werden Makler denn aber in den nächsten 5 Jahren noch spielen? Ich meine, es gibt ja zunehmend Vergleichsportale, InsurTechs. Haben Sie noch Ihre Daseinsberechtigung und Ihren, die Pflicht da am Markt weiter zu bestehen? Da gehen wir fest davon aus und setzen auch mit unseren Investitionen in diesen Kanal auf die Zukunft, auch im beratenden Vertrieb, gerade der unabhängigen Vermittler. Mhm. Der Makler nimmt eben das Interesse des Kunden wahr und gerade bei den Herausforderungen, die wir gerade genannt haben, wird die Face-to-Face-Beratung weiterhin eine große Rolle spielen und wir investieren weiterhin auch in den Maklerkanal. Gutes Stichpunkt investieren. Wie muss man als Versicherer denn heutzutage den Makler unterstützen bei seiner täglichen Arbeit? Was kann man da machen? Das haben Sie schon auf den Punkt gemacht. Man muss den Makler unterstützen bei seiner täglichen Arbeit. Ja. Das ist End-to-End. Ja, natürlich reden wir hier von Brancheninitiativen wie Bipro im Datenaustausch, in der End-to-End-Verarbeitung, in Effizienzsteigerungen. Denn das kostbarste Gut, was er heute an den Markt bringen kann, ist der Makler, ist die persönliche Beratung und dafür muss er Zeit haben. Mhm. Ja, das ist eben im Thema der technischen Prozesse zur Verfügung stellen von Datenaustausch. Austauschen 24/7, all das bringen wir voran. Dunkelverarbeitung bei uns zum Beispiel im Privatschutz. All das sind Themen, wo wir den Makler unterstützen, um eben Effizienz zu steigern und Zeit für den Kunden zu haben. Alles klar, das klingt sehr spannend. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.